Entdeckung in Ägypten verblüfft alle Experten. Im Jahr 1992 sorgte eine wissenschaftliche Entdeckung für große Aufregung und führte zu berechtigten Zweifeln an der Geschichte der Ägypter und stellte auch die Erzählung über die Entdeckung Amerikas in Frage. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar gehen wir in ein neues Video rein, welches heißt: Wir wurden getäuscht. Entdeckung in Ägypten verblüfft alle Experten. Von Verborgene Geheimnisse TV. Ich weiß noch nicht, was uns hier erwartet, aber ich bin gespannt. Immer wenn es um Ägypten geht, ist auf jeden Fall eine Sache, die mich interessiert und die ich spannend finde. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich liebe euch. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal natürlich abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, der Peter geht los, Digi. Ich hoffe, ihr seid ready. Und los. Wie wir auf diesem Kanal bereits gesehen haben, gab es in der Vergangenheit unangenehme Entdeckungen, die die offizielle Geschichte, wie sie uns erzählt wurde, komplett auf den Kopf stellen könnten. Das ist der Fall bei dem Fund, über den wir heute sprechen werden. Einer Entdeckung, die wiederholt zu verbergen versucht wurde. Selbst jetzt, wo anerkannt ist, dass sie echt ist, wird ihr nicht die Bedeutung beigemessen, die sie tatsächlich hat. Ja, das kam ja schon öfter mal vor, als neue Entdeckungen gemacht wurden, da, weil halt, ich glaube, der größte Grund, warum das nicht richtig anerkannt wird und darüber nicht richtig geredet wird, ist, weil man dann wahrscheinlich die Geschichtsschreibung nochmal ändern müsste und das wollen die Leute halt auf Biegen und Brechen vermeiden, weil wenn dann irgendwie rauskommt, dass ein Teil der Geschichte oder eine Sache nur nicht richtig reinpasst und man die Geschichte eigentlich ändern müsste, dann würden Menschen sich anfangen zu fragen, was könnte noch aus der Geschichte eigentlich anders gelaufen sein und dann hätten die Chaos, weißt du? Stattdessen droht sie erneut in Vergessenheit zu geraten. Im Jahr 1992 sorgte eine wissenschaftliche Entdeckung für große Aufregung und führte zu berechtigten Zweifeln an der Geschichte der Ägypter und stellte auch die Erzählung über die Entdeckung Amerikas in Frage. Die Verantwortliche für diesen großen Wirbel war eine Mumie. Vor mehr als 3000 Jahren lebte in Ägypten eine Königin namens Henutaui, die zur 21. Dynastie der Pharaonen gehörte. Nach ihrem Tod wurde sie gemäß der damaligen Glaubensvorstellung mumifiziert. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ihr Grab entdeckt und in ihm befand sich der Sarkophag, der die Mumie dieser Königin barg. Dieser wurde vom König von Bayern erworben. Mit der Zeit gelangte die Mumie ins Münchner Museum, wo sie fast ein Jahrhundert lang verblieb. Krass, in Germany? Im Jahr 1992 entschieden sich die Wissenschaftler des Museums, die Überreste der Mumie zu analysieren. Dazu nahmen sie Kontakt mit der besten forensischen Toxikologin auf, die häufig mit der Polizei zusammenarbeitete, Dr. Svetlana Balabanova vom Institut für Rechtsmedizin. Svetlana, die Jutzte! Die ersten Analysen der Medizinerin ließen sie sprachlos zurück, wie sie wörtlich sagte, denn sie fand Spuren von Nikotin und Kokain in übermäßigen Mengen. Oh shit, das haben wir schon mal irgendwo gehört. Die nur bei Personen mit einer starken Abhängigkeit vorkommen. Es ist bekannt, dass alle wissenschaftlichen Studien die Annahme unterstützen, dass Tabak- und Coca-Pflanzen vor der Ankunft von Kolumbus ausschließlich in Amerika angebaut wurden. Von diesem Zeitpunkt an wurden sie in ganz Europa bekannt und konsumiert. Wie war es also möglich? Coca, das war doch auch am Anfang alles mal legal, ne? Wie war das möglich, dass die Dinger nach, dass die Jungs innen, ich sag doch mal, die Mexikaner haben damals schon Business gemacht, die haben das damals schon rüber nach Ägypten geschmuggelt und da vertickt, Bro, glaub mir. Ich hab hier ein paar Insiderquellen. Dass die Medizinerin Nikotin und Kokain in der Mumie fand. Das würde bedeuten, dass die alten Ägypter bis nach Amerika gereist sein mussten, um diese Pflanzen zu beschaffen. Oder andersrum. Und das würde beweisen, dass in der Antike Wissen vorhanden war, das wir verloren haben. Denn der amerikanische Kontinent wurde anscheinend erst 1492 entdeckt. Das ist schon wild, ne?
könnte es sein, dass wir uns nicht... Das habe ich nämlich auch schon öfter gehört, dass Amerika auch schon... Also, das hört man ja immer mal wieder so. Weißt du, in diesen ganzen Dokumentationen und so, wenn man sich mit antiken Zivilisationen auseinandersetzt, dass ja auch viele Somalias, Ägypter, Azteken, Sumerer und so, dass da auch teilweise Hieroglyphen gefunden werden und Zeichen gefunden werden und teilweise sogar Spiele gespielt wurden, die ähnlich sind. So. Und dann fragt man sich, wie konnte das sein? Die haben alle Pyramiden gebaut, die haben anscheinend auch ein ähnliches Wissen gehabt. Wie konnte das sein? Und da gibt es halt Theorien, dass Leute sagen, dass die damals schon interkontinental miteinander connected waren und verbunden waren und sich ausgetauscht haben etc. Also das wäre schon wild, ne? Vorwärts, sondern rückwärts entwickelt haben? Oder gab es eine Löschung der Geschichte und eine nachfolgende Verschleierung? Könnte beides sein. Es handelt sich um einen Fund, der bedeutender ist, als es scheint. Und gerade deshalb gibt es viele Stimmen, die die Arbeit von Balabanova in Frage stellten. Dr. John Henry. Vielleicht war Svetlana selbst eine Raucherin und war auf Yeo unterwegs, Digga, weißt du, und hat sich vielleicht vertan. Aus Versehen von ihrem eigenen Zeug da was reingekippt oder so. Skü. Vom Guy Hospital in London sagte, das Erste, was man denkt, ist, dass sie verrückt ist. Es muss einen Fehler geben. Vielleicht eine Art von Kontamination oder vielleicht sogar Betrug. Man kann nicht annehmen, dass in einer ägyptischen Mumie Kokain ist, wobei er andeutete, dass die Mumie ausgetauscht worden sein könnte. Dazu wilde Geschichte, ja. Dr. Alfred Grimm vom Ägyptischen Museum in München, dass alle Mumien im Museum echt seien. Keine sei eine Fälschung und alle gehörten zum alten Ägypten. Krass, Digga. Unterdessen setzte Dr. Balabanova ihre Studien fort und bestätigte nach mehr als 300 Analysen, dass es keine Zweifel gab und die Ergebnisse korrekt waren. Yeyo, 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 yeyo. Wer kennt den Song nochmal? Mit Jizzes und der andere, wie hieß er? Bozza, glaube ich, ne? War krasser Song, Digga, habe ich schon gefühlt. Auch wenn der Fund von Psychotropen in ägyptischen Mumien nichts Neues war, man wusste bereits seit mehr als 16 Jahren davon, handelte es sich offensichtlich um eine unbequeme Entdeckung, die nicht zur offiziellen Geschichte passte und deshalb in Vergessenheit geriet. Das erste Mal, dass Nikotin in einer ägyptischen Mumie gefunden wurde, geht auf das Jahr 1976 zurück. Damals wurde in Frankreich eine Untersuchung... Nikotin soll den Testosteronlevel steigern, vielleicht haben die Jungs innen das gewusst. ...Sarkophag von Ramses II. Durchgeführt, der 1881 im Tal der Könige gefunden wurde. Ramses II. Gehörte zur 19. ägyptischen Dynastie und herrschte rund 66 Jahre lang, von 1279... Aber die haben das bestimmt anders konsumiert als wir heutzutage, ne? Die haben das bestimmt nicht geraucht oder so, die haben das bestimmt... blättertechnisch konsumiert, auch das Coca. 1213 vor Christus. Er war ein großer Herrscher. Es wird geschätzt, dass er laut der Datierung seiner Überreste im Alter von 90 Jahren starb. Derzeit befindet sich sein Sarkophag in Ägypten, obwohl er verschiedenen europäischen Studien unterzogen wurde. Einer sagt echt, ja, dann weiß man ja jetzt auch, warum Nikotin so verteufelt wird. Naja, es hat schon natürlich auch sehr viele negative Effekte, ne? Gerade wenn du das rauchst, so, wenn du Kippen, Zigaretten rauchst, so. Was anderes ist nochmal, wenn du richtigen Tabak konsumierst, weißt du? Richtigen, echten Tabak, ohne Parfüm, ohne irgendwelche Zusatzstoffe und so. Hat einen riesen Unterschied zu jetzt Zigaretten. So, ich würde niemals Leuten sagen, hey, rauch Zigaretten, steigert den Testosteron. Hat, glaube ich, viel mehr Nachteile als Vorteile, weißt du? Eine dieser Studien wurde im Jahr 1976 von Michelle Lescaut, einer Taxonomin und Spezialistin für Pflanzenanatomie im Labor Taxonomin, was ist das denn? Des Naturhistorischen Museums in Paris durchgeführt. Diese Doktorin entdeckte Nikotinelemente unter dem pflanzlichen Rest. Lieber Zigarre, Junge, Spaß, lass den Scheiß sein. Ja doch, lieber Zigarre als Zigarette auf jeden Fall. Des visceralen Balsams, was sie völlig überraschte. Ihre Kollegen zweifelten an dem Fund, da es sich um ein Element des amerikanischen Tabaks handelte. Daraufhin schickte sie einige Proben an einen Spezialisten des Entomologielabors des Museums. Und dieser bestätigte nicht nur die Ergebnisse der Studie seiner Kollegin, sondern entdeckte auch die Präsenz eines Käferparasiten des amerikanischen Tabaks. Aber damit nicht zufrieden, bat sie um eine weitere Meinung von Professor Metcalf in England,
der nach einer gründlichen Studie das Vorhandensein von Tabak im Inneren der Mumie bestätigte. Allerdings waren diese Studien nicht die einzigen. Im Jahr 1995 identifizierten Nährlich und seine Mitarbeiter in verschiedenen Organen eine Faust da rein jetzt. Muchas gracias, danke für den Support. Als ob Zigarre besser als Kippe ist. Ja, wenn du gute Zigarren hast, mit echtem Tabak so, dann die schön gerollt sind aus Cuba oder so ein Shit, ist auf jeden Fall besser als eine Zigarette. Zigarette ist das Schlimmste, was du machen kannst mit diesem Parfüm-Shit und Zusatzstoffe, dies, das, bla bla bla. Um 1950 vor Christus datierten Mumie die Anwesenheit von drei Substanzen. Aubrey sagt, Leon, erinnerst du dich noch an Orange Club in Manhattan? Was ist das denn für eine Frage? Das war mein zweites Zuhause nach Downtown. Wir waren da quasi Hausmeister, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Sie stellten fest, dass eine extrem hohe Konzentration von Nikotin und Kokain im Magen und von Haschig in den Lungen vorhanden war. Was? Die waren ja richtig am Start, die Cousins. Trotz aller bisherigen Studien will man die Ergebnisse offiziell nicht anerkennen. Denn das würde bedeuten, zuzugeben, dass die Ägypter bis nach Amerika gelangten. Was im Und dass die voll drauf waren. Nicht nur, dass sie nach Amerika gelangt sind, sondern dass sie auch gut am Start waren, so weißt du? Wer von euch kennt die Assassine? Soweit ich das recherchiert habe, waren die Assassine, hießen die mal Haschaschine. Und die haben, bevor die in den Krieg gezogen sind, haben die immer Hasch geraucht, so. Sind ja auch aus dem Orient irgendwo, ne? Gibt's ja auch die Spiele da, Assassin's Creed, so. Nee, das ist wirklich Facts. Die haben Hasch geraucht, bevor die in den Krieg gezogen sind. Ihr lacht jetzt, ne? Würde, dass sie um die ganze Welt gereist sein könnten. Also, was ist passiert? Warum waren die Kontinente isoliert? Wer oder welche Gruppe hat diese Information absichtlich verheimlicht? Man müsste eingestehen, dass ein wichtiger Teil der wahren Geschichte ausgelöscht wurde. Die offiziellen Kritiker behaupten, dass die Mumien durch Raucher während ihrer Überführung kontaminiert worden sein könnten. Die Mumien während ihrer Überführung. Aha, okay. Was allerdings die in großen Mengen in den Lungen gefundenen Nikotinspuren nicht erklärt. Stimmt. Wie soll es dann in die Lunge reinkommen? Ihre Theorie besagt, dass das Nikotin aus Namibia, Afrika stammen könnte, obwohl sie genau wissen, dass es keinerlei Belege für die Existenz einer Handelsroute zwischen Ägypten und Namibia gab. Also wie gesagt, ich bin mir fast sicher, dass die schon damals interkontinental connected waren. Kann mir vorstellen, dass die Ägypter auch schon... Also ich bin fast sicher, dass Kolumbus nicht der Erste war, der nach Amerika gereist ist, der Maniak. So. Das war vielleicht der schlimmste Mann, der dann nach Amerika gekommen ist, so, aber ich bin mir sicher, dass da vorher auch schon irgendwie eine Art Austausch stattgefunden hat. So. Ich bin mir sowieso sicher, dass wir Menschen früher mal auch sehr weit entwickelt waren. Ich kann mir richtig vorstellen, dass wir teilweise auch Technologien hatten und weiterentwickelt waren als heute. Vor allen Dingen spirituell gesehen und was Connection mit der Natur und mit dem echten Menschsein angeht, so weißt du. Wir haben uns in vielen Belangen, glaube ich, zurückentwickelt, meiner Meinung nach. So, wenn ich mir angucke, wie wir heute leben, wie disconnected wir sind. Ja, wir haben den technischen Fortschritt, aber wir sind menschlich so niedrig und so tief gesunken wie noch nie in der ganzen Menschheitshistorie, meiner Meinung nach so. Und wir sind gar nicht mehr miteinander verbunden so. Wir sind einfach getrennt von dem, was uns als Mensch ausmacht, so ist so. Theorien in dem Versuch, die Beweise zu leugnen, konnten sie die Anwesenheit von Kokain bislang nicht erklären. Der Ursprung von Kokain liegt in Südamerika. Insbesondere in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Kolumbien fühle ich. Es besteht kein Zweifel, dass die alten Ägypter in der Lage waren, bis nach Amerika zu reisen. Was man nicht wissen kann, ist, ob Kokain als Medizin verwendet wurde oder ob es dazu diente, veränderte Bewusstseinszustände hervorzurufen und Kontakt mit Wesen aus anderen Dimensionen aufzunehmen. Es ist schwer zu sagen, aber es lässt sich nicht leugnen, dass die Pflanze aus Amerika stammt. Natürlich ist es ein Tabuthema, doch dies ist nicht der einzige Fund, der beweisen würde, dass die Ägypter in der Lage waren, an jeden Ort der Welt zu reisen, wie die 250 in Australien im Nationalpark Hunter Valley gefundenen ägyptischen Hieroglyphen oder
Krass. Darstellung eines Kängurus in Ägypten zeigen. Ah, die Ägypter, Dicker. Die ägyptische Zivilisation war nicht isoliert, wie der Fund der Fuente Magna in Bolivien zeigt. Dieses Artefakt Fuente Magna, ¿qué es eso? Wurde am Ufer des Titicacasees von einem Lokal Titicacasee. So lustig, Digga. Titicaca erinnert, und enthält im Inneren sumerische Keilschriftzeichen sowie proto-sumerische und mesopotamische semitische Zeichen. Ähnliche Zeichen finden sich auch auf den Objekten von Pater Crespi in Ecuador. Es gibt bereits zu Chichen Itza. Boom. Erkenne ich sofort. Beweise, die zeigen, dass die verschiedenen Hochkulturen der Erde in der Vergangenheit in Kontakt standen. Safe. Ich liebe dich. Obwohl Anstrengungen unternommen wurden, die einzige Pyramide, an der ich bis jetzt war. Ich bin da stolz drauf, Digga. Muss ich immer wieder erwähnen, wenn die irgendwo gezeigt wird. Ich war da. Merkt ihr immer, wie stolz ich darauf bin, Digga? Spuren dieser großartigen Zivilisation zu verwischen, kommen immer mehr Entdeckungen an die Oberfläche, die nur schwer zu verbergen sind. Es scheint, als würde die Wahrheit früher oder später ans Licht kommen. Stark. Also, die Ägypter auf Koks und auf Tabak gewesen. Ich küsse doch eure Zirbeldrüse. Also, wie gesagt, ich habe ja meinen Senf da schon abgegeben, dass ich glaube, dass die auf jeden Fall miteinander verbunden waren, die ganzen Hochkulturen von damals, weil da zu viele Parallelen stattfinden und viel zu viele ähnliche Sachen passiert sind und so. Aber wir wissen es natürlich nicht. Ich bin und bleibe natürlich offen dafür und hab mir auch vorgenommen, noch an mehrere solche Städten zu reisen, mehrere Pyramiden mir noch anzugucken. Hinterbleibsel von den Kulturen von damals, weil ich glaube, da ist sehr viel verborgen und es interessiert mich einfach mega so. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.